Geld oder Abendessen. Wenn ich Gänse mit Gänse. Kannst du ja zugucken. Als ob ihr einfach eine Runde gegangen seid. Ich vergesse meine Sachen zu wechseln. Jonas. Ja, haben wir doch gesagt. Ich bin doch jetzt drin. Ja. 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 Ja, ich hab Tickets eigentlich so. Tickets? Also ich. Ja, also ich hab so Eintrittskarten, aber wenn deine Mutter das machen will. Ich frage mal. Frage mich. Was habe ich nicht gesagt? Ja, jetzt kommt doch nicht von allen Seiten. Jetzt küss dich erstmal. Dann ich sag ja, ja, ja. Ja. Und, ich doch hier da, der zeigt da. Nein, hier. Guck doch mal. Ja, das ist ein bisschen dumm. Haha, lustig. Ich brauche halt immer noch Hilfe, ne? Achso, sag das doch. Und was hat jetzt deine Mutter gesagt? Man muss doch trotzdem reservieren. Wessen Kopf soll ich mir holen? Taurin, lecker. Luca, weißt du, was Taurin ist? Ja, das ist ein Energy Drink. Taurin ist ein Energy Drink. Nein, das ist ein Energy Drink. Und was ist das? Keine Ahnung. Das ist Bullenpisse. Hätte ich mir auch denken können. Aber ernsthaft? Ja. Das hätte ich mir so denken können. Es gibt zwei Arten von Taurin. Warum nicht Heroin oder? Nein. Nein, es gibt zwei Arten von Taurin. Einmal Bullenpisse und einmal Bullenwichse. Ja. Ich sag, bei mir jetzt erst gespawnt. Bei wie vielen Minuten seid ihr? 3 Minuten. Oh. Das war so knapp, Alter. Ich hab grad noch alles rausgehauen. Hätte ich nicht alles rausgehauen, wäre ich dead. Kannst du mal die Tür zu bitte machen? Dankeschön. Ich habe sogar links das Vorteil, obwohl die erste war. Dann nicht, danke. Es gibt Jäger und Gejagt. Habe ich das nicht? Auch Luca. Oh. Deine Mama ist enttäuscht von dir. Wenn du noch einmal sowas machst, kriegst du 50 Schläge ins Gesicht gegen die Nase. Mit voller Power auf dem Boden. Bam, bam, bam. Alter. Ups. Was?
Jungler EU. Ja, ich gehe da mal kurz auf Toilette. Jetzt kommt er nicht mehr wieder. Jonas, was für eine Rolle spielst du? Mitte. Was spielt Luca? Jungler. Ach du Scheiße. Das ist meine, ja, er will sich sogar noch einen Jungler holen. Das ist voll beleidigend. Jonas, ich gehe ja gleich eh zum Training, dann sag ich jetzt hin. Das. Alter, welches Level sind sie denn? 4, 3, 3. Ach, Scheiße, Alter. Ich bin erst Level 3. Wir haben gar keinen Jungler. Der Botliner ist einfach top. Ich hab keinen Bock mehr gehabt. Find ich gut. Mann, ich hätte so gerne gerade geknallt. Ich hätte den jetzt noch mal. Hätte ich geknallt. Thank you, man, to get my pants. Mal bitte noch mal nochmal. So. Easy Snack. Zweiter Kill. Hat nicht dran gedacht, dass ich noch mein Ding. Du hat mir geschrieben, dass er gleich online ist. Klar, aber kein. Ja? Glaube ich nicht. Besonders, der kommt nie online. Aber an seinem Geburtstag, dann kommt er natürlich online. Der hat nicht Geburtstag, Digga. Das ist ein zweiter Account von mir, den ich vorher ausgedrückt habe. Hab ich ja. Hä? Als wäre der 27. Ich geh mal kurz zurück. Oh. Ja, er hat geschrieben, dass er sich die EV Legacy Edition geholt hat. Glaub ich dir nicht. Danke, Miss Heidi. Das ist mir eigentlich total egal. Schick Screen. Wie denn? War PS4. Ich habe meine PS4 auch an und bei mir ist er nicht online. Ja, bestimmt, dass er gleich online kommt. Bei mir ist er auch nicht online. Ich habe meine PS4 nicht online. Hab die nur kurz ein bisschen geprankt. Jonas, ich geh da hin. Ja, Digga, ich bin ja so gefeedet. Ich habe ja schon 2 Kills, Digga. Ich habe 25 Farm, sie hat 15 Farm. Ich habe alles Vorteil. Jonas, wie heißt du in Game? Black Knight, ich spiele gerade mit 15 Farm. Super Tauro XD? Nein, Black Kniggede. Du heißt Super Tauro XD, du willst mich noch verarschen. Komm zu mir. Jetzt recht. Komm zu mir. Gemütlichkeit führt zu Schaden. Digga, die Siebe, ne? Wie kann man so scheiße sein mit Siebe? Der Champ ist einfach. 4, 3, 2, 3. Alle Leute, die mit spielen, sind irgendwie scheiße. Warte, jetzt. Ah, oh, scheiß Tank, Alter. Jonas, ich muss gleich noch ein bisschen lernen. Bruder. Wofür? Nein, wir schreiben nächste Woche Englisch. Als ob du heute schon lernen musst. Ich muss erst morgen. Erst morgen! Ich muss generell nicht lernen, ich lerne einfach. Übermorgen, Überraschung.
Komm auch mal dahin. Mein Tower ist ja weg. Und die Typin ist ja eh dort. Und jetzt kommt wieder Google. Oh, jetzt wird gefickt, warte. 3, 2, 1. Ne, warte, ich warte noch. Den End. Nein, ich hab mich wirklich nichts zu tun. Scheiße. Ein wahrer Jäger ruht nie. Okay, Google. Hallo. Hallo Pilze. Jetzt Simon. Simon. Hallo? Simon, ich weiß jetzt auch, wie man, wie er die Nummern rausgefunden hat. Er hat einfach Hallo in Google gesagt, also so, warte. Okay, Google. Hallo. 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 Was für Nummern denn überhaupt? Egal, diese Pizzanummern da. Er hat einfach Hallo gesagt und dann kommt da Hallo Pizza und so. Welche Pizza? Jonas. Mal was machen, Jonas? Ich füge mal jemanden in Skype dazu, ja? Aber ihr sagt gleich, Entschuldigung, ich hab mich verwählt, ja? Wir rufen jetzt mal beim Amazon sofort an, mal gucken. Doch, Digga. Nee, doch, ne? Digga. Ist da, Alter. Geil. Ist da. Mach schon nicht. Naja. Bitte. Mach schon noch bitte. Ist da. Oh Gott! 1 Million Euro auf meiner Bank. Big I wanna party like Chris Fallen. Ich bin da ziemlich gut, oder? 5-1. Ich komm mal top helfen. Ihr seid hoffnungslose Noobs. Spaß. Houston Punk. Komm, geh dran. Oh mein Gott, das sind die. Rufst du die gerade bei mir an? Pizzalieferant, Achtung. Also Pizzalieferant. Es gibt Jäger und Gejagte. Junge, ich finde deine Mutter. Mann, wo bist denn du hin, Luca? Wo gehst denn du hin? Du kommst erst top mit mir und dann bist du weg. Wie du stirbst jetzt, dann bist du der große Kuh und so. Wehe. Gut. Keine!
Was soll ich denn machen, wenn ihr scheiß Gift macht? Ich schreck die doch auch. Ja. O2 heißt sie herzlich willkommen. Willkommen im mein Bruder. Um Ihnen den besten Service bieten zu können, benötigen Sie Ihre Mithilfe. Wenn auch Sie von einer Aufzeichnung Ihres Beratungsgespräches profitieren und mit der Aufzeichnung einverstanden sind, sagen Sie bitte ja. Ja. Okay, es wird aufgezeichnet. Wir haben unseren Kundenservice für Sie optimiert. Sie brauchen keine komplizierten Tastenkombinationen mehr. Wir verstehen Sie jetzt einfach per Spracheingabe. Nennen Sie mir nun bitte die Telefonnummer, um die es bei Ihrem Anruf geht. Wenn Sie noch keine haben, dann nennen Sie bitte die SIM-Kartennummer. Digga, das ist der echte Support, ne? Ich hab den in die Konfi hinzugefügt. Entschuldigung. Was? Ich konnte Sie erneut nicht verstehen. Bitte sagen Sie mir Ihre Telefonnummer oder Sie. Das ist so geil. Erst kommt so eine Männerstimme und dann so eine Frauenstimme. Ja, haben wir auch noch nie gehört. Das ist so geil. Ich konnte Sie erneut nicht. Okay. Bitte nennen Sie jetzt den Grund Ihres Anrufs. Ach, hi Kevin! Nur um sicher zu gehen, es geht um ein Endgerät. Ist das richtig? Nein! Ja! Ja! Yes! Nur um sicher zu gehen, es geht um ein Endgerät. Ist das richtig? Ja! Ja! Geht es dabei um Mobilfunk oder um DSL und Festnetz? Mobilfunk. Wählen Sie bitte aus folgenden Alternativen. Mobilfunk, DSL oder Festnetz. Festnetz! Entschuldigung. Wählen Sie bitte aus folgenden Alternativen. Mobilfunk, DSL. Ja, einfach aufzusprechen. Immer noch Mobilfunk. Ich konnte Sie erneut nicht verstehen. Sie können Ihre Auswahl auch über die Telefontastatur treffen. Für Mobilfunk. Für Mobilfunk. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt circa eine Minute. Nee, Digga. Oh, Alter, geil. Nee, Digga. Digga, wenn wir jetzt echt mit einem Supporter gesprochen hätten, ne? Ich gehe mal kurz kacken, glaube ich. Ich guck nochmal an, Digga, dann kommt nochmal das gleiche. Digga, die sind nur, sie helfen mir nicht mal, sie gehen alleine. O2 heißt sie herzlich willkommen. Moin. Ja. Um Ihnen den besten Service bieten zu können, benötigen Sie Ihre Mithilfe. Wenn Sie von einer Aufzeichnung Ihres Beratungsgespräches profitieren möchten und mit der Aufzeichnung einverstanden sind, sagen Sie bitte ja. 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 Entschuldigung, leider haben wir Sie nicht verstanden. Ja. Willkommen beim Volkswagen Notdienst. Ja. Uhr. Ja. Ja, Mann. Andere Nummer. Ja, hallo, ich bin's ja ein. Ich wollte mich nochmal melden wegen meinem Handy. Ja, da ist sowas falsch. Einmal Mobilfunk heißt das. Ja, Mobilfunk einmal bitte. Danke. So. Herzlich willkommen, Porsche Contact, und vielen Dank für Ihren Anruf. Welcome to Porsche Contact and thank you for calling. Wir zeichnen dieses Gespräch zu Schulungszwecken auf.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, weisen Sie bitte unseren Mitarbeiter zu Beginn des Gespräches darauf hin. Yeah. Or may be recorded for training purposes. If you would like to opt out of this, please tell your consultant at the start of the call. Porsche Design Contact, Karim Hassan, mein Name, was kann ich für Sie tun? Hallo, Porsche Contact hier. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Porsche Contact und vielen Dank für Ihren Anruf. Welcome to Porsche Contact. Thank you for calling. Wir zeichnen dieses Gespräch zu Schulungszwecken auf. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, weisen Sie bitte unseren Mitarbeiter zu Beginn des Gespräches darauf hin. Calls may be recorded for training purposes. If you would like to opt out of this, please tell your consultant at the start of the call. Hallo. Porsche Contact, nächste Nation und das kann ich bitte. Guten Tag. Ich wollte mich wegen meinem Handy melden. Melden? Ja. Ich sehe, dass es Anonymous ist, also. Los, bitte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Junge, das mach ich nie wieder. Ich hab's verschiss, Alter. Digga, was ist das überhaupt? Ist das kein Handy oder so? Ich bin deswegen jetzt gerade. Hallo. Das ist ein Boss. Das ist irgend so ein Handy. Ich mach so eine Scheiße lieber, Digga. Sie so, ich sehe, dass das Anonymous ist. Wir sind Anonymous. Berlin, wunderschönen guten Tag. Bin wieder da. Kevin ruft die ganze Zeit Nummern an und dann ist die dran gegangen und du sagst so, bin wieder da. Oder gerade sie so. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Oder da ist so eine Frau, ich sag so, hallo, ich wollte mich wie mein Handy melden und so. Und dann sagt die so, ich sehe das Anonymous. Herzlich willkommen bei Amazon. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so drücken Sie bitte die 2. 2. Bei Amazon sind wir. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Herzlich willkommen beim Kundenservice von Amazon. Mein Name ist Manuela Koschka. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Hallo? Mein iPhone 7S, das iPhone 7S. Mir geliefert wurde. Ja, das ist jetzt kaputt, also Sprechen ist kaputt. Ich konnte nicht mehr! Junge, was macht ihr denn für eine Scheiße, Alter? Ey, voll lustig. Ja, aber Telefon von Netto Markendiscount. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Netto Kundentelefon, Fischer, guten Tag. Telefon von Netto Markendiscount. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Netto Kundentelefon, hier, guten Tag. Hallo? Hallo. Ich wollte eine Beschwerde da lassen. Kommen bei dem Kundentelefon von Netto Markendiscount. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Netto-Kundentelefon, drum guten Tag. Hallo, Netto-Kundentelefon. Hallo? Er so redet von mir. Daneben nicht.
Herzlich willkommen bei dem Kundentelefon von Netto Marken Discount. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Ich spreche. Warte. Netto Kundentelefon, Mom, mein Name, guten Tag. Wie bitte? Da laufen immer so kleine Kinder rum. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Da laufen immer so kleine Kinder rum. Sie herzlich willkommen in der Bestellannahme. Ey, Jonas, hast du das gut gehört? Mein Name ist Birgit. Nee, was kann ich für Sie tun? Ich so gut. Es Sie herzlich willkommen in der Bestellannahme. Guten Tag, VC. Mein Name ist Jutta Anklam. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ja, jetzt höre ich Sie. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Aha, wie witzig. Ich bin voll, aber Alter, nicht wenn die aufnehmen hier. Das geht wohl gar nicht, also. Simon, bist du eigentlich auch noch da? Wie das so rüberkommt, ne? Hallo, mein Dings, was ist mein Name? Oh, bist du witzig? Oh, weißt du, was ich dann sage? Fällt mir aber am Arsch. Hallo und willkommen bei der Dating. So, wähle jetzt die Sterntaste. Wähle die nächsten 0. Die meisten Telefongeräte kann man auf Tonwahl umstellen, indem man folgende Tasten drückt. Die Speichertaste sieht oft wie folgt aus. Ein Pfeil in einem offenen Viereck und die Sterntaste befindet sich links neben der Null. Drücke nun also, wenn du kannst, die Speichertaste, Sterntaste. Für kuschelige Momente, deine Nummer fürs Herz. Hallo, herzlich willkommen auf der Mega-Dating-Line. Wenn du auf der Suche nach neuen Kontakten und einem Austausch mit sympathischen Männern bist, bist du bei uns genau richtig. Wähle zunächst die Sternchentaste. Dies ist ein Service von Megacom. Bei technischen Problemen, Fragen oder Anregungen wähle 0211 777 90217. Wähle zunächst die 0. Weißt du, was du mich kannst, aber auswählen? Um bei uns so richtig mitmachen zu können, ist es... Ich weiß, ich muss gleich zum Training, auf einmal, ich bin gerade zum Gespräch, meine Eltern kommen rein. Herzlich willkommen bei Porsche Contact und vielen Dank für Ihren Anruf. Welcome to Porsche Contact and thank you for calling. Bei Schulungszwecken auf. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, weisen Sie bitte unseren Mitarbeiter zu Beginn des Gespräches darauf hin. Calls may be recorded for training purposes. If you would like to opt out of this, please tell your consultant at the start of the call. Porsche Design Contact, Karim Hassan, mein Name, kann ich Sie tun? Porsche Contact, Karim Hassan, mein Name, kann ich Sie tun? Oh, tut mir leid, ich habe mich verwählt. Warum tun wir sowas? Kann mir das mal einer sagen? Weil wir scheiße sind. Ich suche nur nach den Sterns. Zum Mobben den Wort. Warum muss ich die ganze Zeit eigentlich reden? Ich hab keinen Bock, aufgenommen zu werden. Weil du Lachkick bekommen hast. Nachher zeigen wir. Ein angemessener Preis. Ja, und ich krieg die ganze Zeit nur Lachkick. Mann, wenn wir bei Porsche oder so anrufen oder so bei Daddy das hier Quizduell. Alter. Oh ja.
Geile Scheiße. Es gibt Jäger und Gejagte. Gang. Da, die ist richtig laut, die ist richtig laut, hol die. Herzlich willkommen beim Kaufland Kundendienstcenter. Bei der einen ja. Ey, ist es das Kundencenter von Kaufland? Bitte wählen Sie aus folgenden Menüpunkten. Sie haben Ihre Kundenzeitung nicht erhalten? Dann drücken Sie bitte die 2. Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur Ihres Elektrogerätes? Dann drücken Sie bitte die 5. Hallo, ich bin hier daheim. Für einen persönlichen Kontakt mit unserer Kundenbetreuung drücken Sie bitte die 7. Hallo an. Herzlich willkommen bei Amazon. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so drücken Sie bitte die 2. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Ey, Lava Map! Ja, mein Fleisch ist nicht angekommen. Ja, muss es dir irgendwo rausziehen, Adi, ciao. Digga, ich wusste gar nicht. Das. Aber er war. Normaler ich. Stimmt. Ist so. Also haben sie es nicht als kleine Kinder gemacht, ey. Dann haben sie keine Kindheit. Scheiße, nee, die ist. Die Level 16 hast du hast. Ah, scheiße. Ja, guck, wie laut die ist. Aber die wäre ich. Ich war richtig, richtig laut, Junge. Da hätte dick was gemacht. Ja, ich hab die auch. Wäre ich full, hätte ich alle beide gemacht. Ja. Nee. Ah, renn einfach weg. Renn einfach zu deinem Turm. Und noch viel weiter. Ich bin weg. Hä, hey, der ist nicht gefeedet, du bist nicht weiß im Jungle, ich bin auch sicher. Wer hat den gefeedet, bitte? Steht 10-7. Du hättest ihn mit deiner E treffen sollen. Nee, ne? Ja. Ja, versuch ich ja immer, aber. Wann als nächstes hinzu? Vielen Dank für Ihren Anruf bei der Verbrauchinformation von Philipp Morris International in der Schweiz. Dieser Anruf ist für Sie kostenlos. Unser Service ist ausschließlich für Erwachsene im Alter von mindestens 18 Jahren bestimmt. Bitte beachten Sie, dass dieser Anruf zu Schulungszwecken oder zur Qualitätssicherung aufgezeichnet oder abgehört werden kann. Wenn Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie keine Bandaufzeichnung wünschen, ist es nur möglich, schriftlich mit uns in Kontakt zu treten. Die entsprechenden Adressen erfahren Sie nach Drücken der 2. Vielen Dank für Ihren Anruf bei der Verbraucherinformation. Aber bitte die 2. Abpiss dich, Arme. Ich bin noch eine Familie. Kinder in der Müll. Ist ein Arschlos, Afiki, Afik, Arschlos. Ich kenne dich immer noch sicher.
Netto. Weisen Sie unseren Berater bitte während des Telefonats. Hurensohn. Ja, moin. Die ultet mich auch noch. Die Dings muss es da, aber die ist easy. Die hat mich nur weggeultet. Das ist ein guter Konter. Ja, gefällt mir. Man muss so eine Dating-Hotline reinpacken und dann so richtig. Herzlich willkommen bei Amazon. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungen aufzeichnen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, betreffen Sie bitte die 2. Die Uhr. Ich komme. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Guten Tag, Max Stammer von Amazon Kundenservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Max vom Amazon Kundenservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Max vom Amazon Kundenservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Der war voll nett. Also, der hat sich nochmal wiederholt und alles. Muss ich lassen, also der hat jetzt auch nicht. Den Fall machen wir jetzt Amazon Serviceberatung hier, also Bewertung. Wie heißt Jonas ist der beste Game. Bin wieder da. Oh Gott. Digga, ihr könnt dafür angezeigt werden, ne? Ja, psst. Nee, wir verarschen die halt immer noch, ne? Ja, mich auch nicht. Ja. Mich auch nicht, ne? Aber das Witzige kommt ja noch, ne? Wir können ja halt echt nichts machen, ne? Kevin hier, Kevin Geilo, Flair oder so. Oh, wir zeichnen dieses Gespräch zu Schulungszwecken auf. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, weisen Sie bitte unseren Mitarbeiter zu Beginn des Gespräches darauf hin. Calls may be recorded for training purposes. If you would like to opt out of this, tell your consultant at the start of the call. Porsche Design Contact, Karim, also mein Name ist Felipe. Porsche Design Contact, mein Name ist Felipe. Nein, Marcel Davis. Das heißt der Alter. Einfach. Ich füge die an hinzu. Marcel Davis von 1:1. Einfach. Ich hab nur aber wirklich so die ganze Zeit ist nur dasselbe, ne? Da haben wir immerhin keine Zeit aufgehalten oder so, aber das ist wirklich ein bisschen assi. Kev, hast du keinen Hintergrund? Ja, sag das mal hier, komm, Dings. Luca. Kev, hast du keinen Hintergrund? Schau den Farm. Dein Ernst, ich will jetzt hier den. Ja, warte, ich bin danach 15. Ruf mal Apple an. Spaß. Oh Mann, jetzt bin ich nicht Level up geworden. Ja, komm, von mir aus. Level Stress. Knock up, bam, bam. Danke. Okay. Und ich hab dein Farm. Ich muss jetzt gleich Matter machen. Oh Gott, wir sind schon in der Base. Jonas, hast du schon mal. Willkommen beim Kilometer. Den neuen Gebühren schreiben wir mal was. Nein, hör damit auf, leg auf, du. Das, Junge, das ist ein Krankenservice. Bist du dumm? Die haben Wichtiges zu. Die haben Wichtigeres zu tun. Was? Schick mir mal. Wegen dir stirbt irgendjemand. Schick mir mal bitte die Hasenflammen. Hä, was denn? Was soll ich da schicken? Ja, Mathe und so. Willkommen. Ja, jetzt. Gebührenfreien Hustentester. Das Kilometer wurde von der Projektgruppe. Er hat mich geholt, kann ich nicht. Technologie des Fraunhofer Instituts.
für digitale Medientechnologie im Auftrag von Böhringer Ingelheim entwickelt. Wenn Sie Husten haben, dann können Sie jetzt kostenlos testen, weg damit. Ob es eher um einen trockenen Es gibt Leute, die haben schlimmen Husten und die können sterben. Das ist echt so? Und dann fügt er hier sofort so. Ja, du hast rumgekommen, Till. Es gibt Leute, die schlimm. Alter, kann jetzt einer bitte nach unten kommen? Ich brauche dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Die Rufnummer wird nur noch für besondere Aktionen freigeschaltet. Die 1Live-Hotline erreichst du über die 0221 56789 111. Hallo und willkommen bei der 1Live-Hotline. Vielen Dank für deinen Anruf. Diese Rufnummer wird nur noch für besondere Aktionen freigeschaltet. Die 1Live-Hotline erreichst du über die 0221 56789 111. Digga, was ist das? Herzlich willkommen bei Server4U, Ihrem Partner für professionelles und zuverlässiges Webhosting. Ich verbinde Sie jetzt weiter zu unseren Mitarbeitern, die Ihnen gerne alle Fragen zu unseren Produkten beantworten. Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider sind unsere Leitungen momentan überlastet. Bitte rufen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut an. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Oh. Da sitzt bestimmt nur so ein Mitarbeiter. Oder zwei. Nö, ja, bestimmt. Frag doch mal, ob wir zwei. Ihr seid hobbylos, ich meine gar nicht. Wir sind so die hobbylosen Kinder, ne? Ihr seid hobbylos, ich meine gar nicht. Okay, wir fahren. Alter! Alter! Da krieg ich die so scheiße, weißt du das eigentlich? Mann! Scheiße. Wir spielen auch gerade einfach nur zu dritt, ne? Ja, GG, Alter. Cindy, hörst du mich? Ja. Ja, echt? Ja, leider. Die machen das auch, wenn wir die wenn die uns machen, als ich raste. Raste komplett. Hallo. Hallo. Du weißt eigentlich, dass du scheiße bist. Herzlich willkommen bei Tom. Vielen Dank für Ihren Anruf. Herzlich willkommen bei Amazon. Der Besteller erwartet Ihren Anruf. Bei dem Kundentelefon von Netto Marketing. Sie werden sofort mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Sehr beliebt. Mann, wie behindert kann da nur sein? Hat man keine Hobbys dafür oder was? Um sich als KVC-Bestandskunde das Produkt zu verbinden Sie sie mit der automatischen Bestellannahme Q-Tel. Wenn Sie lieber mit einem Kundenberater sprechen möchten, wählen Sie jetzt die 0. Aber hol die Scheiße auf! Wähle dann 0800 4000 5000. Wir unterbrechen jetzt die Verbindung. Ja. Nicht in 10 Minuten. Ja. Nein, was war das? Da sind auch so viele Leute dran gegangen, ne? Hä? Was war das? Ja. Wir haben alle die anderen gehört. Ja. Rest Pizza. Hä? Rest Pizza. Alles klar. Rest Pizza.
Ja. Spielst du Clash Royale? Ja. Ich erinnere mich. Eine 6. Okay. Ich bin Arena 8. Du Pisser. Seit wann spielst du? Frank. Also ich spiele seit einem Monat. Arena. Hallo, guten Tag, hier der erste Kunde, das kennt jemand als. Hören Sie mich? Ja, ja, ja. Hier ist der Amazon-Kunde. Ja. Am Apparat. Ja, ja, ja. Hier ist der Amazon-Kunde. Haben Sie dann hingelegt, ne? Ja, fängst du dann gleich bitte an? Nice, jetzt verlieren wir nur ja, den Luca, natürlich, und unserem Rest des Teams. Was spielt ihr überhaupt? LOL. Was ist das? Okay, nein, nein. Einfach nur. So, so Frank! So Frank! Luce stirbt um! Luce stirbt um! Nee, er belebt sich wieder! Luca? Schick dich, du kleiner Huhn!